Gratuliere zum 2:0-Sieg. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, danke erstmal. Ich bin voll zufrieden. Ich bin ein wenig heißer, weil heute war viel zum Schreien. Wir wollten einfach in 3er unbedingt haben. Und wir haben so hart gearbeitet, weil wir wollen das Ziel gelassen halt so schnell wie möglich schaffen. Und haben alles reingehauen heute, haben super gespielt, haben zum Schluss super die Null gehalten. Und jetzt haben wir in 3er und sind überglücklich. Du hast über die Winterpause sozusagen die Position gewechselt ins defensive Mittelfeld. Wie taugst du da? Ja, mir taugt es eigentlich super. Im Zentrum ist man natürlich immer mehr im Spiel, weil auf der Seite, wenn auf der anderen Seite gespielt wird, weniger los ist. Aber in der Mitte taugt es mir voll. Ich fühle mich da wohl. Ich kann Verantwortung übernehmen, die junge Mannschaft einteilen und es macht mir Spaß und hat, glaube ich, heute auch fürs erste Mal ganz gut funktioniert. Ja. Wie schaut jetzt die Zielsetzung für nächste Woche aus? Ja, Zielsetzung. Wie gesagt, wir wollen so schnell wie möglich in Klassenerhalt sichern und es wird nur ein Dreier nach dem anderen. Sagen wir mal so, ja. Der erste 90er, ja, es ist super, vor so einem Publikum zu spielen. Wir waren sehr gut vorbereitet, haben das umgesetzt, was wir im Trainingslager intensiv trainiert haben und das haben wir eingehalten an die Regeln. Es hat jeder mit da und ich denke, dass der Sieg verdient war. Das ist 1 in der 50. Minute gefallen. Wie groß war der Stein, der da vom Herzen gefallen ist? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit eh schon zwei gute Chancen gehabt. Und normalerweise, wenn du das vorne nicht machst, kriegst du das hinten. Aber zum Glück haben wir dann aus einem Standard ein Tor geschossen und dann geht es einfach leichter. Wie schaut es jetzt aus, das Ziel für nächste Woche? Nächste Woche, wir möchten jedes Spiel gewinnen. Ab Montag bereiten wir uns auf WRC vor und dann schauen wir, was wir unten noch hin können. Gratuliere zum 2:0-Sieg, Reini. Wie groß ist der Stein, der jetzt vom Herzen fällt? Ja, sehr groß. Also wir haben die ganze Vorbereitung uns auf Wollern eingestellt und ich glaube, das hat man gesehen, dass wir voll giftig waren, dass wir taktisch super vorbereitet waren und wir haben heute verdient gewonnen. Die Null steht. Wie zufrieden bist du mit deinen Vorderleuten? Ja, das war unser Hauptziel, dass einmal hinten nichts zugelassen wird, dass wir kein Tor kriegen und ich glaube, das haben wir super geschafft. Sie haben fast keine einzige richtige Chance gehabt. Also wir haben die ganze Mannschaft gut verteidigt und auch nach vorne waren wir sehr gefährlich. Jetzt steht nächste Woche das nächste schwere Spiel gegen den WRC an. Was sind da die Erwartungen? Ja, der Trainer wird uns sicher wieder sehr gut einstellen. Erstes Ziel wird sicher wieder sein, dass wir hinten nichts anbrennen lassen. Und vorne sind wir mit Martinovic, der ist in einer super Form. Sind wir sicher auch gefährlich, Standard sowieso. Und ja, wir werden natürlich schauen, dass wir was mitnehmen. Hoffentlich 3 Punkte. Gut, danke an die beiden Trainer fürs Kommen. Ich möchte meinen Gästetrainer anfangen. Herr Berner, Ihr Resümee zum Spiel. Ja, so kurz nach Schlusspfiff natürlich sehr, sehr bitter. Noch nicht ganz verarbeitet das Ganze, aber wir haben vorher gewusst, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Wenn wir Steyr mit einziehen wollen, müssen wir da gewinnen oder zumindest einen Punkt mitnehmen. Ist uns leider nicht gelungen. So ist Steyr jetzt auf 9 Punkte entkommen und wahrscheinlich für uns außer Reichweite. Ja, jetzt müssen wir uns konzentrieren auf die 2 hinter uns, auf Weiz vielleicht noch. Und ja, wird sicher nicht einfacher nächste Woche gegen Blau-Weiß Linz. Das erste Resümee vom Vorwärtstrainer Gerald Scheiblener, bitte. Ja, für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Nach zuletzt 8 sieglosen Spielen im Herbst. Nach den Abgängen von den 2 Routiniers von Pop und Kramer war es natürlich heute ganz entscheidend auch für die Mannschaft, für die weiteren Spiele, weil jetzt haben wir wieder gesehen, dass wir gewinnen können und der 9-Punkte-Vorsprung tut natürlich gut. Ich denke, es war ein sehr knappes Spiel. Und solange es nur in Null steht, ist es immer auf der Kippe so ein Spiel. Ich denke aber, alles in allem glaube ich schon, dass wir der verdiente Sieger sind. Der Josip Martinovic ist mit 2 Toren Matchwinner, kann man sagen. Er war ja fraglich unter der Woche. Wie wichtig war das, er spielen hat können? Naja, durch den Ausfall vom FND Jogl, weil der gesperrt war, war es natürlich umso wichtiger, dass der Martinovic fit wird. Wir haben alles dran gesetzt. Er ist bei unserem Doktor, beim Dr. Friedmann gewesen und beim Kali Köttal, beim Daniel Hager, also die haben sich wirklich gekümmert die ganze Woche und er hat heute mit einem starken Tape-Verband die Zähne zusammengebissen, sage ich mal, und hat sich dann selber, belohnt mit den 2 Treffern.
Die Frage an den Gästetrainer, was war vielleicht der Grund für die Niederlage oder gibt es schon erste Analyse? Also grundsätzlich haben wir gewusst, dass auch wie bei Steyr natürlich die auch mit Abgängen zu kämpfen gehabt haben, bei uns dasselbe Thema gegenwärtig ist mit PC Rep und Kennedy, zwei Vorreiner, zwei gestandene Regionalliga-Kicker verloren. Lediglich ein Neuzugang dazukommen. Wir haben gewusst, das wird unheimlich schwer. Wir müssen jedes Spiel an die Grenze gehen. Vom Engagement war, kann ich meiner Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen heute. Es ist halt so, dass ja, dann das gewisse Extra immer ein bisschen einen Unterschied ausmacht. Das war halt heute der Martinovic. Ist jetzt auch so, dass der Steyr unterm Strich verdient gewonnen hat. Trotzdem mit ein bisschen am Glück hätte man beim Stand von 0-0 in der zweiten Halbzeit 1-0 in Führung gehen können durch den Verzähne. Ist uns nicht geglückt, dann schaut das Ganze wieder anders aus. Aber ja, wird ein harter, steiniger Weg, das bevorstehende Frühjahr. Okay, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen bei euch? Wird definitiv nicht einfach. Also wir haben sich da einiges ausgerechnet heute, aufgrund dessen, dass, ja, wie gesagt, die Steyr zwar namhafte Abgänge gehabt hat, FND Oglug gesperrt, Ileli verletzt, hat man sich natürlich was ausgerechnet heute. Nächste Woche gegen Blau-Weiß Linz gingen meiner Meinung nach Titelanwärter Nummer 1, wird sicher nicht einfacher. Vielleicht können wir zurückfinden zu unserer Heimstärke. Wir tun sie sicher leichter auf einem Kunstrasen, auf einem kleinen Platz, wie da hier in Steyr auf einem großen Platz. Ja, heißt abwarten. Wir müssen sowieso von Spiel zu Spiel denken, Punkte sammeln, ja, und immer an unsere Grenze gehen, dass das Wunder nicht Abstieg gelingen kann. Vielleicht noch Gerald Scheiblinger, Ausblick auf die nächste Woche, WRC auswärts. Ja, das nächste 6-Punkte-Spiel für uns. Natürlich auch das ganz ein entscheidendes Spiel. Wir haben heute einmal die Basis geschaffen, dass wir da tiefer können und mit weiteren 3 Punkten, sage ich mal, uns vielleicht auch wieder ein bisschen ans Mittelfeld anhängen können. Aber jetzt steht einmal die Freude im Vordergrund, beziehungsweise ich kann mich gar nicht freuen, ich bin einfach nur froh, dass es aus ist. Und es war schon eine relativ hohe Belastung heute. Und möchte aber zum Schluss auch noch sagen, dass ich mir für Wallern noch alles Gute wünsche, weil ich war 7 Jahre in Wallern. Und ich weiß, dass es ein sehr gut geführter Verein ist. Und ich würde mir wünschen, wenn es irgendwie geht, dass vielleicht nur 2 aufsteigen. Das ist ja möglich in der Liga und beide Mannschaften in der Liga bleiben. Fragen, Hannes? Johann Gerhard Scheibender vielleicht. Man hat irgendwie auf dieses Spiel auch hinfiebern müssen, fast weil er schon der erste Richtungsweiser war. Erste 6 Punkte Spiel und eigentlich die Kompassnadel ist, wo geht es dann hin? Hintergrundmäßig fragt, wie bringt man jetzt der Mannschaft bei, dass sie nachher dann die große Angst hat am Platz und sie zu Tode fürchtet, auf der anderen Seite wirklich viel fokussiert reingehen in das Spiel. Hat es gewisse Tricks gegeben, es war sehr viel Teambuilding war im Trainingslager. Was war der Schmäh dahinter? Hat das ja, Schmäh sind nicht viel dahinter. Ja. Es ist einfach viel Arbeit und wir haben Glück mit der Mannschaft, weil alle extrem mitziehen. Ja. Nicht nur die ersten 11, sondern auch die nächsten 5, 6, die halt da knapp dran sind an der Mannschaft. Die haben einfach das angenommen jetzt, den Aufstiegskampf. Und wir haben, wie schon am Dienstag beim Fanstammtisch gesagt, eine neue Hierarchie in der Mannschaft. Ich denke, dass der Thomas Himmelfreund-Pointner halt wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat und ganz, ganz wichtig für die Mannschaft war und er wirklich eine Führungsrolle übernommen hat. Ja, und solche Spieler braucht man in der Mannschaft, wenn man den Aufstiegskampf bestehen will. Ja, und ein bisschen Glück gehört auch immer wieder dazu. Ja. Zu den Neuen, die jetzt die Mannschaft reinkommen sind, die neuen Zugänge, hätte ich gesagt, haben sie eigentlich toll eingefügt in eine Mannschaft, in ein Kollektiv, außergestochen, sind sie mir jetzt nicht wirklich so groß, wo es ja gut sein kann. Ich glaube, wir haben jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, wo irgendein aussticht. Ja. Wir leben vom Kollektiv und immer wieder wird halt einmal einer besser spielen und einer schlechter. Aber wir haben überhaupt keinen Spieler drinnen, der da irgendwie über den anderen steht. Ja. Das haben wir aber auch gewusst. Wir können nur Punkte holen über das Kollektiv, das haben wir halt ganz gut gesagt. Und der Martinovic hat klasse. Ja. Der hat auch im Herbst schon riesen Chancen gehabt. Ja. Die hat er leider vergeben und heute war das Glück auf seiner Seite und hat er sehr verdient. Und ja, heute ist er halt wieder oben und trotzdem sind sie aber mir jetzt riesig frei, aber nur 3 Punkte und es ist nur ganz ein langer Weg, ja, bis zum Klassenerhalt.
Der Bus wartet, dann bin ich gleich fertig. Nur eine Sache, am 10. März ist ein wichtiger Termin in Steyr. Da gibt es die Generalversammlung des Vereines. Der Trainer Gerald Scheib-Lenner ist da eigentlich engagiert, mehr als es sonst vielleicht Trainer sind. Insofern eher, dass du auch jetzt da versuchst, Sponsoren ranzubringen und so weiter. Das ist ein Engagement, was über das Normale hinausgeht. Und sonst beim Vorstand wirst du eine gewisse Rolle spielen. Ist es das Herz, ist das so in Steyr, also da hängt an einem Verein oder hast du Bekannt dafür? Ja, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100%. Die 100% von mir sind vielleicht, ich sehe es jetzt anders wie andere Trainer, oder es ist jedem seins. Sponsoren auftreiben ist einfach wichtig, weil wenn wir keine Sponsoren haben, dann geht es mir auch nicht gut, weil dann habe ich keine Spieler. Das heißt, wir müssen da jetzt alle zusammenrücken und zusammenhelfen, damit wir nächstes Jahr dasselbe Budget oder vielleicht ein Stück mehr aufstellen wie heuer, dass wir einfach weiter in der Regionalliga sind. Das ist, glaube ich, für den Verein Vorarlberg Steyr ein absolutes Muss.